Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Episode. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren. Das habe ich eigentlich noch nicht gesagt, aber tippt gerne mit in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten könnt ihr oben in der Infokarte mal abstimmen für das Halbfinale, ob ihr die beiden Partien einfach in der ganzen Länge haben wollt. Ist ja vielleicht auch mal ganz interessant. Ansonsten geht's jetzt los mit Frankfurt gegen Gladbach. Viel Spaß dabei und bleibt immer schön sportlich fair in den Kommentaren. Und somit startet das Viertelfinale Frankfurt gegen Borussia Mönchengladbach. Frankfurt in den weißen Trikots. Gladbach tritt an in Moosgrün. Ab in die Partie. Die ersten 3 Minuten liefen gerade mal einige wenige Sekunden. Paciencia geht hier ins 1 gegen 1. Chor zu Bastos. Die erste Chance. Jan Sommer kann sie noch gerade so parieren. Gute und mutige Partie von beiden. Markus Thuram scheitert aber aus wenigen Metern. Immer noch in der ersten Minute. Bastos hat viele Freiräume, wird nicht richtig angegangen. Bastos, Jan Sommer kann stark parieren. Nun dieser Ballverlust. Dominik Kohr, hier muss das machen. Nochmal die Chance. Unglaubliche Szenen, dann der Gegenangriff, wird das direkt bestraft, Embolo zu Thuram, aber nein, 0:0 zur Pause, richtig unterhaltsame Partie, 3 Minuten noch für beide Teams, ein Treffer zu erzielen. Thuram mit einigen Übersteigern, bekommt den Vorteil zugesprochen, Thuram zu Embolo, starke Parade von Renault, dann ist der Schuss von Thuram etwas zu schwach. Die Partie verlor nicht viel an ihrem Reiz. Bastos mal aus etwas spitzerem Winkel. Kein Problem für den Schweizer im Gladbacher Kasten. Thuram und Embolo. Jetzt war ein bisschen Pech dabei. Der Treffer beidseitig schon überfällig. Die letzten 10 Sekunden laufen. Dann nochmal Gladbach. Borussia Mönchengladbach im letzten Atemzug. Hätten sie es hier machen können, vielleicht machen müssen, aber... Das war's dann. Frankfurt kam nicht mehr zu einem Abschluss. So ging es in die Verlängerung. Zweimal eine Minute. Die wurde etwas vorsichtiger angegangen. Keiner wollte den entscheidenden Fehler machen. 10 Sekunden noch zu spielen im ersten Abschnitt. Das ist Brill Donald Embolo in der Mitte. Sita Ginter, der es machen muss, aber scheitert. Der zweite Durchgang gab dann auch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Doch eine Chance sollte diese noch haben, Paciencia. Aber das war's dann für diese Phase. Es ging also ins Elfmeterschießen. 2:2 nach 3 Schüssen für Frankfurt und 2 für Gladbach. Ginter hat die Entscheidung also hier auf dem Fuß. Brutal schwer auf kleinem Tor. Ginter scheitert. Dominik Kohr kann es machen. Dominik Kohr scheitert aber auch an Jan Sommer. Und somit die Chance für Brill Donald Embolo, alles klar zu machen. Mit dem 4. Elfmeter für Borussia Mönchengladbach. Embolo gegen Renault und er entscheidet das Duell für sich und bringt Gladbach ins Halbfinale der Bundesliga-Hallenmeisterschaften in einem dramatischen Elfmeterschießen. Beide hätten es verdient, Gladbach hat es geschafft. Viertelfinale Nummer 2, der SC Paderborn wohl etwas überraschend bis zu dieser Runde vorgedrungen. Der VfL Wolfsburg ist sicherlich etwas logischer hier in der Runde der letzten 8. Hellblaue Trikots für Wolfsburg, Neongrün, Neongelb für Paderborn. Die hatten den ersten Angriff von links nach rechts im ersten Abschnitt. Das ist eine gute Einzelaktion von Schonlau, die aber nicht zum Erfolg führt. Der VfL Wolfsburg fand hier überhaupt nicht rein. Ben Zulinski wieder mit einer guten Balleroberung. Und dann, spätestens jetzt hätte es sein müssen, Kun Kastels unüberwindbar. Der VfL Wolfsburg bemühte sich nun etwas mehr. Brooks spielt zu Arnold und das ist das 1:0. Etwas mehr als eine Minute gespielt, der macht es. Meditiert da noch eine Runde, das war stark gespielt. Zingerle kommt raus. Doch kann das Unheil nicht mehr abwehren. Der Paderborner SC nun unter Zugzwang, doch der VfL Wolfsburg erkannte die Räume und hatte die Chance zum nächsten Treffer. John Anthony Brooks jetzt
Die dicke Chance. Scheitert an Zingerle. Der macht sich da groß. Verhindert Schlimmeres. Zingerle jetzt aber mit diesem Fehler. Brekalo zu Robin Knoche. Das 2:0 hätte es noch vor dem Seitenwechsel sein müssen. So stand es nur 1:0 für den VfL nach 3 Minuten. War mittlerweile verdient, nachdem sich die Wölfe zu Beginn noch recht schwer taten. 20 Sekunden gespielt im zweiten Durchgang. Antwi Ajay, Kai Prüger. Gute Möglichkeit, trifft nur den Pfosten. Nun der schnelle Gegenangriff. Antwi Ajay vor Kerstils. Doch wieder ist der Belgier der erste Sieger. Die Zeit wurde natürlich so langsam knapp. Gute Chance, gute Möglichkeit mal wieder. Und mal wieder, man kann sich nur wiederholen. Eine gute Parade von Kerstils. Jetzt eine halbe Minute Vorschluss. Kerstils, was für ein Fehler. Unglaublich, bringt Benzulinski und Paderborn wieder zurück in die Partie. Und das war's für die reguläre Spielzeit. Es stand 1:1. Der SC Paderborn konnte durch Kerstils Fehler noch ausgleichen. Dann springen wir in die Verlängerung. Katastrophaler Ballverlust, doch Brekalo zockt zu lange rum. Wartet zu lange mit dem Abschluss und kommt dann nicht mehr in die gute Position. Der zweite Durchgang auch langsam schon wieder vorbei. Maxi Arnold nochmal. Knoche aus spitzem Winkel. Schafft es nicht, den Ball über die leere Torlinie zu bekommen. Knoche nochmal holt sich den Ball die letzten Sekunden. Und dann verstrichen sie. Also ging es auch hier, wie schon im ersten Viertelfinale, in das Elfmeterschießen. Die waren recht kläglich geschossen. Zwei verschossene bei Paderborn, zwei verschossene bei Wolfsburg. Schonlau nun gegen Kerstils. Auch der dritte vom SC Paderborn ging daneben. Nun die Chance für Jean-Anthony Brooks, alles klar zu machen gegen Leopold Zingerle. Und Brooks macht es, platziert unten links, macht er den Treffer. Entscheidet diese Partie, bringt Wolfsburg als zweiten Halbfinalisten hervor. Paderborn schlug sich tapfer, fliegt aber raus. Damit haben sich zwei Halbfinalisten schon mal rauskristallisiert. Wir warten auf die anderen zwei. Es wird einer von diesen beiden Mannschaften, Bayern oder Hertha. Bayern in Anthrazit oder Schwarz, wie auch immer sie möchten, gegen die Hertha in Grau-Silber. Im heimischen Umfeld sozusagen, Berliner Halle, aber da Bayern ausgelost wurde als Erster, sind sie hier mit dem Heimrecht quasi bestückt. Das in der Halle aber vermutlich sowieso wenig Aussagekraft hat. Davis geht hier ins 1:1. Nachdem Bayern die erste Möglichkeit hatte, fand Hertha hier besser rein. Boyata mal gegen Manuel Neuer. Flacher hat der Schuss, aber Neuer hält das Ding. Hertha spielte richtig mutig mit Davy Selke. Davy Selke! Neuer kriegt den Fuß rausgestellt. Gute Aktion von beiden. Neuer, der etwas glücklichere. Hertha machte weiter. Ibisevic gegen Neuer. Ibisevic gegen Neuer. Ibisevic bleibt aber in der Szene drin. Und dann Selke nochmal, der aber auch an Neuer scheitert. Selke gegen Davis im 1:1. Davis setzt nach und schließt ab. 1:0 für die Bayern. So stand es auch zur Pause. Etwas glücklich tatsächlich. Die Hertha machte hier richtig gut mit, aber erzielte die Treffer nicht. Nun Jahrstein, der das von hinten ganz gut lösen kann. Boyata zu Davy Selke direkt in die Arme von Manuel Neuer. Erste Minute war schon wieder abgelaufen. Das lief hier alles zugunsten der Bayern. Doch Hertha immer wieder gefährlich mit Nadelstichen. Jetzt aber auch mal die Bayern. Lewandowski gegen Jahrstein. Die letzte Minute kurz vor dem Anbruch. Die Hertha drückte nun auf den Ausgleich. Ja, wäre nicht unverdient gewesen. Doch die hundertprozentige Chance blieb noch aus. Nun noch die letzten 10 Sekunden auf der Uhr. Die Bayern im Ballbesitz. Hertha schafft es sich nicht, die Pille zu holen. Lewandowski setzt den Ball nochmal an den Pfosten. Scheitert an Klünter. Aber das war's. Bayern gewinnt 1:0. Etwas glücklich über die 6 Minuten gesehen. Steht aber dann am Ende des Tages nicht unverdient im Halbfinale. Und somit kristallisieren wir nun zwischen Dortmund und Hoffenheim noch den letzten Halbfinalisten
heraus. Dortmund in Schwarz gegen die TSG 1899 Hoffenheim auf der Gegenseite in Türkis-Blau. Die Partie wenige Sekunden alt. Jadon Sancho mit ein paar netten Aktionen bekommt den Abschluss. Der ist abgefälscht, sodass sich Baumann auf den Ball schmeißen kann. Dortmund die bessere Mannschaft. 3 zu Jadon Sancho. 1:0 für den BVB. Verdienter Treffer nach knapp 40 Sekunden. Schlagen die Dortmunder zu. Sehr gut gemacht. Und keine Chance für Baumann aus der Distanz. Doch nun fand Hoffenheim rein. Sagis Adamyan in der Mitte ist Hübner. Doch Bürki ist aufmerksam. Kann den zu unplatziert geschossenen Ball noch rauskratzen. Akpoguma resolut gegen Brandt. Holt sich den Ball. Es geht schnell wieder. Sko, Robert Sko mit der Chance. Aber ohne Erfolg. 1:0 nach 3 Minuten. Richtig gute Partie. Die Dortmunder nicht unverdient in Führung. Der zweite Durchgang beginnt gerade. Hoffenheim im Ballbesitz nun von links nach rechts und Robert Sko leitet gleich mal diese Chance ein. Nochmal Robert Sko. Erst Adamyan, der am Aluminium scheitert und dann Sko eben an Bürki. Dann gab es mal kurz Sendepause bis zu dieser Aktion. Mats Hummels an die Latte, ans Netz. Die dicke Chance zum 2:0. Sko im Risiko gegen Hummels. Mats Hummels muss es klar machen, aber schafft es nicht. Hält somit Hoffenheim im Spiel. Etwas weniger als eine halbe Minute noch zu spielen. Jadon Sancho, da ist Julian Brandt, der grätscht rein. Nimmt da die Brandverletzung in Kauf. Tut natürlich weh hier auf Hallenboden, aber das nimmt man in Anbetracht der Lage dann gerne mal an. Doch Hoffenheim kam nochmal 2:1. 2 Sekunden vor Schluss, Hübner aber nur noch mit Ergebniskosmetik. Das kam natürlich zu spät. Dortmund gewinnt mit 2:1 gegen Hoffenheim, zieht als vierter Teilnehmer ins Halbfinale ein. Und dann können wir jetzt noch auf die Ergebnisse und dann vor allem auf die Auslosung schauen. Genau, hier haben wir einmal ganz kurz die Ergebnisse im Überblick und dann wollen wir doch mal auslosen, wie das aussieht. Gladbach, Wolfsburg, Bayern und Dortmund sind noch dabei. Ich habe jetzt einfach mal mir so einen Zufallsgenerator rausgesucht. Da geben wir die Teilnehmer dementsprechend mal ein. Wie gesagt, Borussia Mönchengladbach hat es geschafft. Wolfsburg hat es ebenfalls geschafft gegen Paderborn. Bayern mit 1:0 gegen Hoffenheim und Dortmund gegen Hoffenheim, Bayern gegen die Hertha. Sorry, sowas. Wir wollen nur eine Runde auslosen, nämlich das Halbfinale. Und zwar ohne Rückspiele. Halbfinale Nummer 1, Gladbach gegen Wolfsburg. Und das bedeutet ganz klar Dortmund gegen die Bayern. Ja, da dürfen sie kommen. Genau, da sind sie. Gladbach gegen Wolfsburg, Dortmund gegen Bayern. Dann schauen wir uns das Ganze nochmal im Turnierverlauf Baum an oder wie auch immer man das nennen möchte. Sieht so aus. Ihr könnt gerne dann auch in die Kommentare schreiben oder abstimmen, ob ihr das Halbfinale in der vollen Länge sehen wollt oder auch zusammengefasst. Das würde mich auf jeden Fall interessieren und dementsprechend würde ich euch das zeigen. Kommt wahrscheinlich am Freitag und das Finale schon am Sonntag, denn dann geht die Bundesliga schon wieder weiter. Naja, danke fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und adios.